Palim Palim, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrofotocast. Heute mal etwas Besonderes, Außergewöhnliches, und zwar werden wir gemeinsam Bilder vom Weltraumteleskop Euklid bearbeiten. Wo ihr diese Bilder herbekommt, wie ihr sie bearbeiten könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Im Forum auf astronomie.de, da habe ich einen Hinweis gefunden, und zwar von dem lieben Mischa Schirmer. Mischa ist Berufsastronom und ich kenne ihn schon, ja, ich hätte beinahe gesagt 20 Jahre, ich weiß gar nicht wie lange. Er war früher selber auch Amateur-Astrofotograf und ja, wir stehen regelmäßig in Kontakt. Er ist aber auch im Forum sehr aktiv und er hat dort einen Link gepostet mit Daten vom Euklid-Teleskop. Mischa ist selber ziemlich, ja, oben mit dabei, würde ich mal sagen, was das Euklid-Konsortium angeht, also das Team um dieses Euklid-Weltraumteleskop. Und er hat da wirklich einen tollen Einblick. Ich konnte ihm auch ein paar Fragen stellen. Euklid ist schon seit Februar im Betrieb, befindet sich an einem sogenannten Lagrange-Punkt im Weltall, und ja, bevor jetzt die eigentliche Mission losgeht, die eigentliche Arbeit dieses Weltraumteleskops, wollte man die Leistungsfähigkeit dieses Teleskops unter Beweis stellen und natürlich auch mal, ja, testen, wie gut funktioniert das Ganze. Und dann hat die ESA einen Aufruf gestartet in die Wissenschaftscommunity, hat gesagt, was sollen wir denn mal aufnehmen? Und jetzt gibt es ja ein paar Bilddaten von verschiedenen Objekten, die jetzt veröffentlicht wurden. Einige von diesen Bildern habt ihr vielleicht auch schon in den Medien gesehen. Das Ganze nennt sich ERO und das heißt übersetzt Euclid Early Release Observations. Die Wissenschaftler und auch ihr könnt euch diese Bilderdaten runterladen und auch verwenden. Ja, die Wissenschaftler für ihre wissenschaftliche Arbeit müssen dann nur vermerken, dass sie vom Euclid-Teleskop sind, und ihr könnt die auch bearbeiten und veröffentlichen, müsst aber dann auch angeben natürlich, dass diese Daten vom Euclid-Teleskop sind. Ja, ich zeige euch hier die Bearbeitung in PixInsight, Adobe Photoshop. Das ist keine Raketenphysik, ihr könnt das auch in Siri machen oder mit anderen, irgendwelchen anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Also das sind keine riesen Bearbeitungsschritte, die ich da mache, werdet ihr aber gleich selber sehen. Zuerst zeige ich euch, wie gesagt, den Download und dann, wie es weitergeht. Ja, zuerst mal geht ihr jetzt hier auf diese Seite. Dort könnt ihr diese ERO-Daten runterladen. Ich verlinke euch natürlich den Link zu der Seite auch nochmal unten unter dem Video. So, dann gibt es hier die verschiedenen Objekte. Hier haben wir Barnard 30, den Horsehead Messier 78. Hier haben wir Kugelsteinhaufen. Dann, was gibt es hier? Ein paar Galaxien. Wir haben Galaxienhaufen verschiedene. Und dann gibt es hier, was gibt es das noch? Achso, ja, das sind diese Gravitationslinseneffekte bei Galaxienhaufen. Okay, wir nehmen jetzt mal einfach als Beispiel hier den Horsehead und klicken da mal drauf. Dann geht eine weitere Seite auf und hier könnt ihr jetzt die Images sehen und den Katalog, den braucht ihr nicht, die Kataloge braucht ihr nicht. Ihr klickt also einmal auf FIS, das ist der visuelle Filter, da klickt ihr drauf, dann ladet ihr das runter und dann auf NISP auch einmal draufklicken und dann lädt das runter. So, ganz kurz mal zur Erklärung, was das eigentlich für Bezeichnungen sind, VIS und Infrared. Also, es gibt ein System, ein photometrisches System. Die Astronomen benutzen spezielle Filter, die sich unterscheiden von den Filtern, die wir so in der Amateur-Astrofotografie benutzen. Und da gibt es zum Beispiel recht ähnlich wie unsere RGB-Filter, gibt es hier Filter, die heißen B, natürlich Blue, dann gibt es Green und Red, gibt es auch, aber es gibt auch einen Filter, der heißt V, der ist eher so gelb-grün, gelbliches Licht. Es gibt also in dem Sinne keinen Luminanzfilter zum Beispiel. Und das, was ihr jetzt gleich runterladet, also wenn da steht FIS, visuell, dann ist das dieser Filter hier mit einem relativ breiten Durchlass. Und ja, das ist so eine Art, sag ich mal, Luminanzfilter in der professionellen Astrofotografie. Und dann gibt es eben Near-Infrared-Filter. Da gibt es, wie ihr seht, ja, mehr als ein halbes Dutzend, beinahe ein ganzes Dutzend. Und da werdet ihr gleich sehen, da haben wir in diesem Datensatz von Euclid haben wir Y, J und H. Und diese Filter werden wir nachher zu einem Farbbild in der Reihenfolge Blau,
Grün und Rot ja, zusammenbauen. Die Astronomen sagen übrigens nicht RGB, sondern die sagen tatsächlich BGR, weil das ja eigentlich auch viel mehr Sinn macht von der Wellenlänge des Lichtes an. Ihr seht auch, dass diese Infrarotfilter relativ breiten Durchlass haben. Das sind also keine Schmalbandfilter. Okay, zurück zum Download, der vielleicht mittlerweile durch ist. So, da ich meinen Pferdekopfnebel schon runtergeladen hatte, mir aber mal andere Daten ansehen wollte, habe ich das exemplarisch mal für IC342 hier gemacht. Aber das, was ich jetzt mache hier, ist genau das gleiche, wenn ihr irgendeins von den anderen Bildern runterladet. Also ihr bekommt hier ein gezipptes, ja, ZIP ist es nicht, aber ein komprimiertes, einen komprimierten Ordner, der hat die Endung TAR. Das ist ein spezielles Format zur Komprimierung von Daten. Bei den meisten Computern ist es so, dass einfach, wenn ihr doppelklickt drauf, dann entpackt sich das von alleine schon. Früher musste man dann noch extra ein Programm runterladen, mit dem man diese TAR-Daten oder ZIP oder was auch immer da vorlag, irgendwie extra entpacken musste. Und wie gesagt, die moderneren Betriebssysteme machen das einfach. Ich nehme jetzt hier diesen Euclid Visual Stack und klick da, mach mal einen Doppelklick drauf. So, und jetzt entpackt er sich schon von alleine. So, jetzt haben wir wieder vier komprimierte Daten und wir gucken mal gerade, was hier steht. Hier steht einmal Mask Aero LSB und dann steht hier, was haben wir hier? Nur LSB. Und dann haben wir hier Flattened und wir haben Flattened Weight. Genau, das braucht ihr alles nicht. Also dieses Flattened könnt ihr mal gleich in den Papierkorb legen. Ja, diese Daten sind ja auch alle riesig, die brauchen wir nicht. So. Das Einzige, was wir brauchen nachher, ist das hier. Das heißt LSB. So, auch hier dann einmal doppelklicken. Dann entpackt sich auch dieser Ordner. So, und dann könnt ihr das mit dem astronomischen Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl öffnen. In meinem Fall ist es dann eben PixInsight. Das Ganze wiederhole ich jetzt gleich noch mit den Near Infrared Daten. Da ist es dann aber so, da sind ja drei Bilder drin. Das heißt, pro Bild haben wir dann auch immer vier Unterordner noch. Die müsst ihr also dann erstmal aussortieren. Wir haben also insgesamt hier 12 verschiedene Dateien und ihr braucht immer die mit LSB hier gekennzeichnet sind und nicht zum Beispiel LSB Weight oder was es da Flattened oder was es da noch so gibt. Also das sortiere ich erstmal, dann öffnen wir die Bilder in PixInsight. So, jetzt habe ich die Bilder geöffnet, also wir haben hier den visuellen Filter oder Vis-Filter und dann haben wir hier den H-Filter, J-Filter und Y-Filter. Jetzt in PixInsight mache ich einfach mal ein Screen Stretch. Dann schauen wir mal, ob da auch was drin ist in dem Bild. Ja, hier sehen wir ziemlich schwach eigentlich den Pferdekopfnebel. Ich erkläre gleich noch, warum der jetzt gerade so schwach erscheint. Ich mache mal schnell noch den Screen Stretch für die anderen. Hier ist was drin. Hier ist was drin. Und da ist was drin. Wenn wir uns die Bilder angucken, sehen wir hier überall schon so, ja, erstens einen dicken schwarzen Rand und wir sehen auch überall so ja, fehlende Teile in den Bildern. Das liegt daran, dass das ja nicht ein Chip ist, sondern dass das viele Chips sind. Ich zeige euch gerade mal noch die Kameras bzw. die Chips, mit denen diese Bilder aufgenommen wurden. Also hier ist auch eine Seite vom Euclid-Konsortium. Da sehen wir einmal Euclid Scientific Instruments, also wie das Ganze aufgebaut ist. Das hier ist zum Beispiel spannend. Hier unten ist das eigentliche Teleskop. Hier oben kommt dann irgendwie mit einem Spiegel, wird das Licht umgeleitet. Es gibt also ein komplexes Spiegelsystem, mit dem das Licht aus dem Teleskop dann in die verschiedenen Kameras umgeleitet wird. Also mehrere Spiegel sind hier. Und dann haben wir einmal hier dieses visuelle oder Vis-Instrument. Und da gibt es irgendwie dann einen Riesenchip für. Und dann haben wir hier dieses Nahinfrarot-Instrument. Wir gucken uns gerade mal auch die Chips an. Das hier, Focal Plane Array of the Vis Imaging Camera. Mit 36 CCD-Detektoren mit jeweils 16 Megapixeln. Das ist ein Wahnsinns-Chip. Und hier seht ihr, zwischen den einzelnen Chips gibt es dann eben auch Lücken und deswegen wird dann nachher quasi ein Mosaik gemacht aus diesem ganzen Chip-Array. Und da sehen wir natürlich dann diverse
Artefakte und Ränder und was weiß ich. Hier unten sehen wir dann die Infrarot-Chips, das noch nicht im Teleskop eingebaut, sondern hier wurden noch Kalibrierungen gemacht, irgendwie, damit diese einzelnen Chips irgendwie auch alle möglichst parallel sind. Und ja, das ist schon alles ziemlich krass. Okay, das heißt, wir müssen die Bilder hier kroppen und wir fangen mal an mit dem visuellen Bild. So, und dann hole ich mal das Crop-Tool raus. Jetzt kommt eine Meldung, dass dadurch die astrometrische Lösung flöten geht. Die brauchen wir aber auch nicht. So, dann kann ich jetzt nochmal die Screen Transfer Function auslösen und dann erscheint das Bild deutlich kontrastreicher. Das liegt einfach daran, wie diese Screen Transfer Function funktioniert. Mit dem großen schwarzen Rand, ja, ist das einfach dann irgendwie problematisch. Und jetzt sehen wir wesentlich kontrastreicher, was da los ist. Und schaut euch mal kurz die Dimension des Bildes an, ganz unten. Wir haben eine Höhe von 27.000 Pixeln und eine Breite von 23.000 Pixeln. Das ist Irrsinn. So, kann man auch mal reinzoomen und das jetzt gleich, Achtung, das ist 1:1. Ja, ist das der absolute Wahnsinn? Ja, gut, also das ist die 100%ige Auflösung. Bei 1:4 irgendwie sieht das schon irrsinnig gut aus. So, wir gehen ein bisschen raus. Jetzt kommen wir ein bisschen dazu, was man damit anfangen kann. Also mit diesem Bild, mit diesem Visual Filter, mit diesem, ja, ich sag's mal, Gelbfilter, kann man meiner Meinung nach nichts anfangen. Ich zeige euch jetzt nochmal eine Seite vom Euklid-Konsortium und wie sie dieses Bild dann hier bearbeitet haben. Hier sieht man das finale Farbbild und hier sind sie hingegangen und hier seht ihr, was sie mit den Farben gemacht haben. Sie haben also das Optical, das ist das Visual. Ja, das haben sie genommen und blau zugeordnet und dann haben sie den, ich sag mal, Grün-Infrarotfilter oder ein Infrarotfilter grün zugeordnet und den anderen rot und den dritten Infrarotfilter komplett verworfen. Meiner Meinung nach, ja, das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber ist es irgendwie, ergibt das eigentlich keinen Sinn. Ich finde, dass man mit diesen visuellen Daten eigentlich gar nichts anfangen kann. Vielleicht, wenn man die Galaxien oder Sternhaufen benutzt, dann kann man die vielleicht als Luminanz benutzen. Ansonsten würde ich das tatsächlich jetzt einfach stretchen, vielleicht diese Sensorartefakte hier noch irgendwie wegputzen und das alles wegputzen, stretchen. Und dann kann man damit mit so einem Riesenbild kann man ein wahnsinnig gutes Schwarz-Weiß Bild machen. Das sieht irre gut aus, finde ich, braucht man gar keine Farben. Damit kann man eine Häuserwand tapezieren. So groß ist die Auflösung. Also ich habe bei meiner Bildbearbeitung nur gestaunt über dieses visuelle Filterbild. Finde das ganz wunderschön, aber ich habe es nicht für die weitere Bearbeitung benutzt. Ach so, kleiner Hinweis noch. Falls ihr doch euch entscheidet, diesen Filter zu benutzen und daraus irgendwie ein Farbbild zu machen oder das als Luminanz zu verwenden oder wie auch immer, dann müsst ihr dieses Bild kleiner skalieren, denn der Visual Filter, der ist exakt um den Faktor 3-mal so groß als die IR-Filter. Das heißt, hier in PixInsight wäre das der Prozess Resampling. Kann ich mal kurz zeigen. Resampling und dann müsst ihr hier noch irgendwie anklicken, dass ihr dieses Bild auch benutzen wollt. So, und dann müsst ihr hier 33,33 eingeben und das Bild dementsprechend verkleinern. Dann auch, das sind ja zwei verschiedene Kameras, habt ihr vorhin gesehen, die Bildausschnitte sind nicht exakt aufeinander registriert. Das heißt, ihr müsstet dann auch noch eine Registrierung machen. In PixInsight würde man das mit Star Alignment machen. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil ich diese Bilder hier eigentlich gar nicht benutzt habe. So, jetzt gehen wir aber mal zu den, ich habe beinahe gesagt, Farbbildern oder zu den Infrarotbildern. Die sehen auch ganz anders aus. Ja? Also hier zum Beispiel sieht man ja deutlich, hier ist der Vordergrund, also dort, wo der Staub ist im Pferdekopfnebel, der ist hier hell, während der Hintergrund dunkel ist. Nochmal zur Erinnerung, hier ist es genau andersrum. Das ist ja ein Dunkelnebel. Im Optischen ist das ein Dunkelnebel. Im Infraroten können wir ja in diesen Nebel hineinschauen. Also meiner Meinung nach passt das hier überhaupt nicht zusammen. Wenn man das irgendwie zusammen
verarbeiten wollte. Wenn ihr das anders seht, schreibt es doch mal in die Kommentare, aber das ist so meine Schlussfolgerung daraus. So, das erste, was ich machen würde, ist, ja, man könnte jetzt erst croppen und den Crop dann irgendwie übertragen. Komm, dann machen wir das auch so. So, für die, die PixInsight nicht so gut kennen, man kann jetzt diesen Crop, diese Crop-Funktion hier ablegen, dann einmal ausführen. Ja, jetzt geht die astrometrische Lösung flöten und jetzt kann ich das hier zur Seite legen, kann das Bild öffnen, die Crop-Funktion wieder anwählen. Jetzt ist der gleiche Crop hier angewendet. Ich klicke dann einfach hier auf das grüne Kreuz, schließe das. Jetzt kann ich nach und nach alle drei Bilder mit dem gleichen Crop versehen. Ihr könnt aber auch hingehen und erst eine RGB-Synthese machen, also ein Farbbild erstellen und dann anschließend croppen. Das ist eigentlich völlig egal, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Gut, dann machen wir jetzt als nächstes die Farbsynthese. Dafür hole ich den Prozess Channel Combination raus. So, ich habe gesagt, die Astronomen sagen nicht RGB, die sagen BGR. Jetzt müssen wir im Kopf einmal rumdrehen. Das heißt, R wird zugeordnet dem H-Filter. Wo ist er denn? Horset H-Filter. Dann wird J dem Grünfilter zugeordnet. Und Blau wird dem Y-Filter zugeordnet. Jetzt einfach hier auf dieses Symbol klicken. Jetzt bekommen wir ein Farbbild und da mache ich jetzt hier die Screen Transfer Function. Wir gucken mal rein. Und da sehen wir eher so ein gelb-grünliches Bild und das sieht auch schon so total beeindruckend aus, finde ich. Und der nächste Schritt wäre dann, dass wir, ja, wir können hier nicht wirklich eine Farbkalibrierung machen. Also was wir versuchen können, ist, dass wir den Hintergrund hier in dem Bereich zum Beispiel neutral grau erstellen. Dazu mache ich hier mal eine Auswahl und würde den Prozess auswählen Background Neutralization, dann die Preview hier auswählen. Jetzt sehen wir einen leichten Farbshift, dann kann ich hier das Kettensymbol anhakeln und jetzt sehen wir, geht es noch ein bisschen weiter in Richtung grün-gelb. Okay, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass man ein sogenanntes Linear Fit macht. Ganz ehrlich ist es so, hier bei dem Horset Nebula hat das mit der Hintergrundkalibrierung ganz gut funktioniert. Die Bilder werden aber tendenziell immer so ein bisschen zu grün für meinen Geschmack. Deswegen habe ich bei anderen Bildern das dann anders gemacht. Da müsst ihr eigentlich auch dann einfach nur mal rumprobieren. Und zwar habe ich dazu dann ein Linear Fit gemacht. Um ein Linear Fit auszuüben, muss man erstmal hier analysieren, welche Bilder welchen Mean-Wert haben. Dazu rufen wir auf den Prozess Statistik oder Statistics heißt das. So, dann gehen wir mal hier drauf. Zack. Gucken mal, wir haben einen Mean von 130 im H-Filter, 99 im Y und 33 im, was ist das, J-Filter. Das heißt, J und Y sind ungefähr gleich. Nochmal gucken. Nein, J und H sind ungefähr gleich. Mein Gott, J ist 130, H 130. Dann nehmen wir doch einfach mal Y als Referenz. So. Prozess, dann Linear Fit. Y als Referenz. Und jetzt können wir auf beide anderen Bilder hier diesen Linear Fit ausüben. Das gleiche bei dem H-Filterbild. Und dann können wir noch mal eine RGB-Synthese machen. Ja, da kommt jetzt ungefähr, bei diesem Bild zumindest ungefähr das gleiche raus wie mit der Background Neutralization. Aber ja, wie gesagt, bei den meisten Bildern funktioniert das eigentlich
mit dem Linear Fit ein bisschen besser als mit der Background Neutralization. Okay, mehr kann man an Farbkalibrierung hier nicht tun, weil alle anderen Methoden, die wir hier zur Verfügung haben in unserem normalen Bildbearbeitungsprogramm, ja, sind einfach nicht darauf ausgelegt, Infrarotdaten zu bearbeiten, und deswegen haben wir hier gar keine Möglichkeit. Also hier eine Sternfarbkalibrierung zu machen, macht keinen Sinn, ergibt keinen Sinn. So, ich habe das Bild mal kurz umbenannt und lege es mal kurz hier zur Seite. Wir gehen einmal noch, weil es so schön ist, hier auf dieses Bild, und ich mache mal einen kleinen Ausschnitt um diesen Pferdekopfnebel hier als Vorschau. Was ich euch zeigen möchte ist, ich habe ja gesagt, wir wollen ja auch was lernen. Lernen, lernen, popernen, wie Helge Schneider so schön sagt. Und was wir hier lernen können ist, ja, was macht eigentlich der Blur Exterminator mit so einem Bild? Das ist doch mal eine spannende Frage. Denn der Blur Exterminator ist ja dazu mal gemacht worden, um sowas wie Seeing zum Beispiel zu kompensieren. Das heißt, wenn der jetzt das machen würde, was er soll, dann dürften wir hier nachher gar nichts sehen, weil diese Aufnahmen sind vermutlich einfach beugungsbegrenzt. Hier gibt es gar kein Seeing und nichts, was irgendwie die Aufnahmen verschlechtert hat. Also dürfte hier eigentlich nichts passieren. Gucken wir doch mal. So, damit wir das nochmal gut sehen, vorher, nachher, und tatsächlich ist es so, dass hier in den Details beim Pferdekopf, dass da tatsächlich so gut wie gar nichts passiert, und ja, Yippie, Theorie bestätigt, ja, aber was doch merkwürdig ist, ist, dass bei den Sternen sehr wohl was passiert, und das, was heißt das denn? Ja, mach ich nochmal hier, ja, die Sterne verändern sich deutlich, werden korrigiert auf jeden Fall und auch ein bisschen kleiner. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, dass der Blur Exterminator auf zwei Leveln arbeitet. Dass also diese Stellar Adjustments, ja, dass hier was anderes passiert als wie bei der Non-Stellar-Geschichte, also die eigentliche Deconvolution getrennt stattfindet für die Sterne und für die Nebel. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Für meinen Geschmack macht es überhaupt gar keinen Sinn, hier den Blur Exterminator überhaupt zu verwenden. Das wäre irgendwie Quatsch. So, nächstes Ding, wo ich gesagt habe, wir können was lernen, ist vielleicht, ja, müssen wir hier eigentlich entrauschen. Das sind doch Bilder, die mit einem Weltraumteleskop aufgenommen wurden. Wir gucken mal rein und sehen tatsächlich, hier ist Rauschen im Bild. Wie kann das denn sein bei einem Weltraumteleskop? Ja, gute Frage, woher dieses Rauschen jetzt kommt. Und die einfachste Erklärung ist, dass es einfach, ja, durch das Licht selber kommt. Also, dass es sich um Photonrauschen handelt. Wenn ihr jetzt sagt, was ist das denn? Ich habe viele Videos schon zum Thema Rauschen gemacht und habe dort erklärt, wie das mit dem Licht überhaupt funktioniert. Und ich denke mal, das ist die Limitierung, die diese Bilder hier haben. Ist sehr geringes Rauschen. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Physik, ja, der Photonen, die hier ankommen, irgendwie, dass das Bild rauscht. Es kann natürlich auch sein, dass hier ein geringer Anteil noch vom Dunkelstromrauschen drin ist, wobei ich nicht glaube, dass der überhaupt noch nennenswert ist. Und das Gleiche gilt fürs Ausleserauschen. Ich denke, dass die ESA da wahnsinnig gute Chips hat, die so gut wie gar kein, also gar kein Ausleserauschen gibt es nicht, aber so gut wie gar kein Ausleserauschen mehr haben. Also könntet ihr auch hingehen und das Bild noch ein wenig entrauschen, mache ich jetzt aber nicht. So, dann sind wir eigentlich schon kurz vorm Stretchen des Bildes. Ihr seht, man muss gar nichts machen. Ach so, Gradientenentfernung, auch so eine Frage. Muss man hier eine Gradientenentfernung machen? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert, aber habe mir sagen lassen, dass es so ist, dass tatsächlich es auch hier Gradienten geben kann. Und zwar, wenn das sogenannte Zodiakallicht in das Bild reinleuchtet. Das Zodiakallicht, das ist Sonnenlicht, was an Staubpartikeln in der Ekliptik reflektiert wird. Das kann man als Erscheinung auch sehen auf der Erde. So ein Leuchtkegel, zum Beispiel vor Sonnenaufgang, nach Sonnenuntergang, kann man das aber nur an sehr, sehr, sehr guten Standorten erklären. Aber im Weltraum spielt das eine große Rolle, das Zodiakallicht. Das kann hier dann auch schon mal zu Gradienten führen. Meiner Meinung nach dürfte das nur der Fall sein, ja, wenn das Weltraumteleskop dann auch ein Objekt fotografiert, was dann eben auch genau in der Ekliptik steht, zumindest aus Sicht des Weltraumteleskops.
Und da ist die Frage, ja, muss man hier Gradienten entfernen? Also ich habe hier keine Gradienten entfernt, aber der Vollständigkeit halber habe ich es hier gesagt, kann man theoretisch auch darüber nachdenken. So, bevor wir stretchen, mache ich das immer so, dass ich die Farbsättigung nochmal erhöhe. Das mache ich grundsätzlich so. Color Saturation um einen guten Punkt. So, zack, hätten wir das erledigt. Jetzt könnt ihr mit dem Stretch-Verfahren eures Vertrauens, könnt ihr euch was aussuchen, was ihr da benutzen wollt, ob GIS oder was auch immer. Ich nehme jetzt einfach mal die Histogram Transformation. Das Schlechteste ist das sicherlich nicht. Ja, das Krasse ist, ihr könnt hier richtig weit stretchen, ja, also so einen breiten Buckel hier habe ich bei meinen Deep Sky Aufnahmen selten. Dann sieht das ganze Bild so aus und im Prinzip war es das schon. Also weiter geht es hier eigentlich nicht, wenn man ehrlich sein will. Was man aber schon sieht, hier haben wir sehr, sehr viele Artefakte noch im Bild. Okay, einen letzten Schritt, den wir machen könnten hier in PixInsight, ist die Narrowband Normalization. Und jetzt sagt der ein oder andere, Moment mal, du hast doch vorhin gesagt, das sind gar keine Narrowband-Bilder. Ja, aber es ist einfach eine Farbzuordnung. Und deswegen kann man hier meiner Meinung nach auch mal zumindest versuchen, mit Narrowband Normalization was zu erreichen. Denn ob ich hier jetzt SHO habe oder drei Infrarotfilter, das macht keinen Unterschied aus meiner Sicht. Vielleicht vertue ich mich da auch. Aber wenn hier diese Narrowband Normalization irgendwas mit den Filterdurchlässen zu tun hätte und nicht einfach mit der Farbzuordnung, dann müssten hier irgendwo Parameter sein, wo ich die Bandbreite von den Bildern von den Filtern einstellen kann, sind hier aber nicht. Deswegen denke ich, ist das hier nicht der Fall. Also auf Deutsch gesagt, ich kann hier mit der Narrowband Normalization auch ein solches Bild bearbeiten. Ich stelle es dann auf SHO, ist nämlich völlig Schnuppe, ob das Schwefel, Wasserstoff, Sauerstoff ist oder drei IR-Filter. So, was man jetzt sehen kann, ist schon, dass es blau ein bisschen mehr betont wird. Und das ist hier unten, dort bekommen wir eine breitere Farbaufsplittung. Das fand ich hier bei diesem Objekt besonders schön. Und man kann jetzt auch nochmal gucken, ob man das irgendwie nochmal ein bisschen betonen kann. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, das schon eher. Kann man vielleicht in diese Richtung noch gehen. Vielleicht das Blau sogar ein bisschen rausnehmen. Gucken wir mal den Unterschied vorher, nachher. Wir bekommen hier einfach eine breitere Verteilung der Farben, breitere Spreizung der Farben. Meiner Meinung nach ist das völlig okay und ich habe das hier bei dem Pferdekopf auch so gemacht. Bei anderen Bildern hat es ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert. Müsst ihr ausprobieren und auch hier könnt ihr in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr das für eine sinnvolle Vorgehensweise haltet oder nicht. So, in PixInsight war es das dann für mich. Was ich jetzt noch schnell mache, ist, dass ich hingehe und einmal das Bild irgendwie sternlos mache, beziehungsweise ich mache mir eine Version, die ist sternlos und dann nur die Sterne, damit wir das nachher getrennt bearbeiten. Das mache ich in dem Fall mit dem Star X Terminator. Sag hier Generate Star Image. Das löse ich jetzt aus. Da kann ich aber das Video anhalten in der Zwischenzeit. Und dann haben wir einmal die Sterne und einmal nur die Nebel. Und dann geht es weiter. Das speichere ich ab als TIFF, 16-Bit TIFF. Und dann geht es weiter in Adobe Photoshop. Kommen wir jetzt zur Retusche in der Software Adobe Photoshop. Ganz ehrlich, ich bin nicht so der König, was Retuschearbeiten von Fotos angeht. Und der Photoshop Wizard bin ich auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen Understatement, aber ja, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich schwer tue, bei solchen Bilderdaten irgendwas zu manipulieren, weil ich weiß, naja, das ist eigentlich so, wie ich das mache, nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt Bildbearbeiter wäre bei der ESA und die kämen, würden sagen, bitte Frank, bearbeite du doch unsere Bilder, dann würde ich mich mit denen absprechen, würde sagen, ja, was ist denn da erlaubt und was ist eigentlich nicht erlaubt. Aber ich zeige euch mal, was ich so gemacht habe. Und ihr könnt ja auch dann später mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet. Und vielleicht hat der eine oder andere auch noch gute Ideen. So, das sternlose Bild und das Sternbild in Photoshop geöffnet. Und wir können mal reinzoomen. Und jetzt sieht man hier im Hintergrund diverse Sachen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Manchmal gibt es hier in diesem Bild, genau, hier gibt es so ein bisschen Lochfraß.
Aber es gibt manchmal so richtig große Ecken, wo irgendwie gar nichts ist. Hier. So, da ist jetzt die große Frage, wie repariert man das? Repariert man das überhaupt? Wie gesagt, wenn ich jetzt bei Euclid arbeiten würde oder für das Euclid-Konsortium arbeiten würde, müsste ich mal nachfragen, wie soll ich das am besten machen. Der einfachste Trick wäre hier einfach auf das Entfernen-Werkzeug zu gehen. Dann kann man hier den Pinsel so ein bisschen vergrößern, einmal drüber streichen. Jetzt wird das entfernt. Ja, klar, ist das die schnellste und einfachste Lösung, aber was wird da gemacht? Wahrscheinlich über irgendeine KI irgendwas generiert und das ist die Frage, ist das dann noch wissenschaftlich korrekt? Also für mein Pretty Picture hier kann ich das so machen, aber die feine englische Art ist es nicht. So, jetzt kann ich hingehen, kann alle möglichen Effekte, die ich hier sehe, einfach mal auf die Art und Weise reparieren. Auch zum Beispiel hier so, ja, hier zum Beispiel, da ist es so, wenn ich jetzt hier drüber streiche und das dann repariere, dann wird ja hier irgendwas generiert, was mit Sicherheit nicht mit den Strukturen, die wir da wirklich sehen, zusammenhängt. Also das ist schon hier noch schlimmer. Ne? Das ist schon, ja, wir verlassen hier auf jeden Fall den Pfad der Wissenschaftlichkeit, wenn wir das so machen. Wie gesagt, müsste man dann gucken, wie man das so macht, dass auch die feinen Herren und Damen Wissenschaftler damit zufrieden sind. Ich habe da irgendwie immer Bauchschmerzen, aber ja, was soll ich machen? So, auch hier sowas hier, so ein komischer Effekt irgendwie, da kann man jetzt auch hingehen und kann das zum Beispiel farblich anpassen, also auswählen, dann farblich der Umgebung anpassen, in der Helligkeit vielleicht anpassen, dann das wäre wahrscheinlich korrekter, dauert aber ewig, deswegen auch hier einfach mit dem Pinselwerkzeug drüber und so habe ich jetzt wirklich ziemlich viel Zeit damit verbracht, dieses Bild ein bisschen zu säubern. Ich kürze das jetzt aber ab, weil ich das alles schon gemacht habe und jetzt fügen wir dann die Sternaufnahme und das sternlose Bild zusammen. Das heißt, ich gehe hier hin und sage Apfel A in meinem Fall oder Steuerung A, Steuerung C, damit ist das Sternbild in der Zwischenablage, dann Steuerung V oder Apfel V in meinem Fall. Dann gehe ich auf negativ multiplizieren und jetzt sind hier die Sterne wieder drin. So, jetzt kann ich im ersten Schritt schon hingehen und den Schwarzpunkt mal neu setzen, ja, damit ich ein bisschen mehr Kontrast kriege, so zum Beispiel. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Kontrast. Was ich jetzt auch mal kurz mache, ist, damit ich nicht immer scrollen muss, dass ich das Bild schon mal in die richtige Orientierung drehe. Das heißt, erstmal drehst du eine Bildfelddrehung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Und dann ist das noch gespiegelt. Bilddrehung. Ist das jetzt horizontal? Ja. Und dann habe ich den Pferdekopf in der richtigen Orientierung. Nächster Schritt. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass hier überall so Felder sind, in denen wahnsinnig viele Hotpixel drin sind. Ich suche mir mal so ein Feld schnell raus. Da, das zum Beispiel. Auch das ist irgendein Überlapp aus diesen verschiedenen Sensoren. Und da habe ich jetzt lange überlegt, wie kriege ich die los und bin dann zu folgendem Schluss gekommen. Also ich könnte die auch alle mit dem Reparaturstempel wegmachen, aber ein bisschen einfacher, ein bisschen zeitsparender geht es, wenn ich den Filter nehme, dann Rauschfilter und Staub und Kratzer. So, ich habe jetzt hier schon die richtigen Einstellungen gefunden. Das heißt, ihr müsst ein bisschen hier mit den Einstellungen rumspielen, was da irgendwie am geeignetsten ist. Ja, und ich habe irgendwie diese Einstellung hier für mich entdeckt. Naja, vielleicht können wir doch einen noch hochgehen. Ja, können wir, dann ist der auch noch weg. Aber ihr seht auch, dass ich jetzt hier auch Galaxien, Sterne, alles Mögliche entferne und nicht nur die Hotpixel. Wie kriegen wir das Problem gelöst? Ich löse das erstmal aus. Es ist nichts kaputt, weil ich eine zweite Ebene erstellt habe, also alles ist noch da. Jetzt lege ich hier über meine, ich habe beinahe gesagt, entsternte Geschichte eine Maske und sage mit Steuerung I, bitte invertiere die mal. So, jetzt kein Unterschied. Ja, also wenn ich jetzt hier in die Maske reinmale mit dem Pinsel auf Weiß und einem Fluss von 100%, so, dann kann ich jetzt hier nur in diesem Bereich alles entfernen. Ja, aber dann sind in diesem Bereich eben alle Hotpixel, alle Sterne und Galaxien auch weg. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, mach das nochmal rückgängig,
ich gehe jetzt wirklich hin und stempel irgendwie nur kleine Bereiche oder jeden einzelnen Hotpixel weg, also so. Oder es sind doch mehr Hotpixel als Sterne und Galaxien in dem Bild. Ich kann also mit der großen Kelle drüber gehen und kann dann einmal den Pinsel hier, das geht glaube ich auch mit Steuerung X, umkehren, also dass ich wieder mit Schwarz reinmale. Na, hat nicht geklappt. Ah, einfach mit X. So, und jetzt kann ich hier, dort wo Sterne und Galaxien sind, die auch wieder zurückführen. Naja, letztendlich habe ich gedacht, das ist total schlau, aber es sieht doch ein bisschen komisch aus und war dann doch irgendwie auch umständliche Arbeit. Also habe ich so gemacht, dass ich tatsächlich ja mit dem Pinsel hier die Hotpixel alle einzeln entfernt habe. So, dann gibt es hier auf diese Blooming-Effekte, also wenn der CCD-Chip überläuft, dann gibt es hier diese sogenannten Blooming-Artefakte. Auch da ist es so, die feine englische Art wäre jetzt hinzugehen und hier erstmal die Helligkeit von diesem Spike runterzudrehen, um die Helligkeit der Umgebung anzupassen und dann noch die Farbigkeit zu verändern. Das wäre jetzt, wie man es richtig machen würde, wenn man, so wie ich, sehr faul ist und sagt, irgendwie pfeif auf die Wissenschaft in dem Falle, dann kann man hier auch einfach den Reparaturpinsel nehmen und das irgendwie reparieren. Ja, schön ist das alles nicht. Also Fan bin ich davon nicht. Ja, aber so kann man das einigermaßen wegmachen. Und da sollte man natürlich so vorsichtig sein, dass man hier irgendwelche Sterne und Galaxien nicht entfernt. Das wäre das. Ich habe es dann so gemacht, dass ich einen kleinen Crop von diesem Bild genommen habe, auf meine Homepage gestellt habe. Habe gesagt, hier in diesem Crop habe ich mit Retusche-Werkzeugen in Adobe Photoshop drin rumgefuscht. Das ist also scientifically nicht mehr korrekt, wissenschaftlich nicht mehr korrekt. Aber ich habe dann irgendwie eine Vollversion zur Verfügung gestellt, wo ich diese ganze Retusche in Photoshop nicht gemacht habe, damit die Leute da auch mal reingucken können. Ja, das ist so, was mir zur Retusche einfällt. Jetzt könnt ihr noch hingehen, was weiß ich, könnt noch die Farbsättigung erhöhen zum Beispiel. Ihr könnt noch, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt noch versuchen, mit Tools rumzuspielen, wie der selektiven Farbkorrektur, wie man das bei einer Hubble-Palette auch machen würde, zum Beispiel hier mal mit den Gelbtönen ein bisschen rumspielen. Da habe ich das auch so ein bisschen in diese Richtung getrimmt, dass es so ein bisschen goldbraun hier wird, fand ich auch ganz schick. Das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ihr könnt entweder mit einer Software eurer Wahl eine Wavelet-Schärfung, ich würde es gar nicht Wavelet-Schärfung machen, nennen, sondern eher Betonung von bestimmten Bildanteilen. Wenn ich zum Beispiel hier diese Strukturen oder das hier betonen will, dann kann ich das ganz gut mit Wavelets machen. Ich habe hier aber auch eine Photoshop-Action, die heißt Layered High Pass und das ist im Prinzip auch nichts anderes wie eine Wavelet-Geschichte. Oh. So, und jetzt kann ich hier, ich weiß, das sind irgendwie eher große Bereiche, also hier in diesem Bereich 64 Pixel und da kann ich jetzt mal hier ein bisschen Gas geben. So, so mache ich das nicht, aber hier könnt ihr jetzt ein bisschen rumspielen und mal gucken, dass ihr hier dann noch diese Bereiche ein bisschen kontrolliert. Ich federe das immer noch mit dem darunterliegenden ein bisschen ab, damit diese Übergänge nicht so hart werden. So in der Richtung. Ja, und im Prinzip war es das. Ich hoffe, dieses Video war ein bisschen lehrreich und interessant für euch. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit den Euclid-Bilddaten zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich jetzt bald selber auch mal wieder Bilder aufnehmen kann. Es geht bald wieder nach Namibia, spätestens dann. Hier in Deutschland sieht es nach wie vor leider nicht so richtig gut aus. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.